Ja, moin, liebe Freunde des einen Rings und herzlich willkommen zurück, sag ich jetzt einfach mal, ja, zu der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde, liebe Freunde der Sonne, ja, die gute Kampagne haben wir hinter uns, wir haben sie überstanden, nicht wundern, da ich ja wahrscheinlich auf zwei Parts am Tag erstmal gehen werde, dass am gestrigen Tage nur ein Part kam, weil er halt über eine halbe Stunde ging, deswegen dachte ich, das reicht aus. Und heute fangen wir an mit der Kampagne des Bösen. Zum Ersten, ich gehe davon aus, dass auch diese Kampagne 8 Missionen haben wird. Das kann ich euch schon mal so als Vermutung hinstellen. Ich denke mal nicht, dass sie viel länger sein wird als die gute. Was wollte ich noch anmerken? Genau das mit dem Ringkrieg habe ich noch nicht festgelegt, welche Fraktion wir nehmen werden. Mache ich jetzt auch so ein bisschen von abhängig, welche Fraktion wir hauptsächlich in der bösen Kampagne zu Gesicht bekommen. Und ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein in die Kampagne des Bösen. Auch die spielen wir auf Mittel. Los geht's. Das Ende des dritten Zeitalters. Mittelerde steht am Rande des Abgrunds. Die freien Völker kämpfen gegen Sauron, den Herrn der Ringe, dessen riesige Armeen kriegsbereit sind. In dieser dunklen Stunde kommen die Anführer der Elben, Zwerge und Menschen im Rat von Elrond zusammen, um über den nächsten Schritt zu beraten. Während die Gemeinschaft des Rings nach Süden aufbricht, um den Ursprung von Saurons Macht zu vernichten, bereiten sich die restlichen Heerführer auf die drohende Invasion der nördlichen Länder vor. Elben und Zwerge ziehen zum ersten Mal seit Menschengedenken vereint in die Schlacht gegen den gemeinsamen Feind. Dieses Mal befehligen wir die Armee des Bösen. Ich bin sehr gespannt, was uns erwarten wird. Welche Einheiten gut sind und welche nicht. Vor allem mit welcher Fraktion wir anfangen. Der dunkle Herrscher Sauron weitet seinen Einfluss über ganz Mittelerde aus. Orks steigen aus dem Nebelgebirge herab. Eine gewaltige Armee hat Dol Guldur die dunkle Festung in Düsterwald verlassen. Der Krieg im Norden beginnt in Lothlorien. Dort versucht der Herr von Dol Guldur, die Elben der nahegelegenen Wälder zu zerschmettern. Galadriels Heimat also. Lange haben wir den Angriff auf Lorien vorbereitet. Die Elben haben unsere Armeen lange genug zum Narren gehalten. Doch das hat heute ein Ende. Wir müssen eine Armee ausheben, bevor wir die Elbenstadt angreifen. Zuerst muss uns ein Baumeister eine Höhle bauen. Ah, wir haben die freien Orks. Baut! Hier wird interessanterweise nicht werden sie ja, genau. Hier wird nicht gefaulen. Wir befehligen die die freien Orks und haben trotzdem Nazgul. Und Saurons Mund. Erfüllt die Pläne des Meisters. Auch seine Stimme ist bekannt. Ich weiß es nur nicht von wem. Zeigt ihnen, dass wir hier sind. Erfüllt die Pläne des Meisters. Ja, die Orkhöhle ist fertig.
Bilde Soldaten für unseren Angriff auf Lorien aus. Wie viel kosten die? 75? Das ist ja gar nichts. Was soll ich denn ausbilden? Bildet in der Höhle 2 Ork-Horden aus. Ja, dann würde ich sagen, einmal Krieger, einmal Bogenschütze. Arbeitet an eurer Einstellung! Genau, arbeitet an eurer Einstellung! Ich mag die bösen Arbeiter. Ich finde die zu gut. Aber das ist jetzt sehr Tutorial-lastig wieder. Noch mehr Ork-Krieger! Das sind unsere ersten. Ach, guck mal an, hier. Stufe 2 plus 10% Bautempo plus 25% Bautempo. Aha. Also je höher sie sind, desto schneller bauen sie auch noch. Okay. Die Orks sind bereit. Unsere Gänge bringen uns Rohstoffe. Je mehr Gänge, desto größer unsere Reichtümer. Wir brauchen einen zweiten Gang, damit wir das Land erobern können. Ja, danke, werter Nazgul. Darauf wäre ich jetzt auch ohne deine Hilfe gekommen. Ja, wir haben viel mach zu tun. Mach dich nützlich. Genau, mach dich nützlich. Haltet euer Werkzeug bereit. Baut! Wo ist der Feind? Kann ich noch mehr Orks bauen? Mach's einfach. Ja, sammeln! So, was haben wir denn für Fähigkeiten? Gucken wir doch mal. Dunländer rufen können wir schon mal nicht aussuchen. Das finde ich schade. Plünderer, Rohstoffbonus für besiegte. Oh, schön. Fledermäuse, lüftet den Nebel und enthüllt getarnte Einheiten. Auch nicht schlecht. Barrikade, Verteidigungsturm, Dunkelheit, Verwüstung. Wird sofort zu Rohstoffen, ja, genau. Betäubt vorübergehend alle Feinde, verbündete Spinnen, Auge Saurons, das kennen wir schon. Industrie kennen wir auch schon, schürt die Feuer. Plus 100% Rohstoffe von Bäumen, ja. Pfeilhagel, der Wurm, Grubenwurm. Komisch, als wir gegen den gekämpft haben, war es ein Lindwurm. Also irgendwie wechselt das so ein bisschen. Da ist übrigens auch der Wächter des Wassers. Drachen rufen, Balrog rufen, Feuerregen, Drachenschlag. Wir nehmen erstmal die Plündererfähigkeit mit. Die klingt sehr gut. Ist eine passive Fähigkeit, das heißt, sie ist sofort aktiv. Und auch über das gesamte Gefecht, über das Gefecht kriegen wir viel. Bring unsere Truppen durch die Gänge nach Lorien. Schnell! Bring unsere Truppen erst in den Gang und wähl einen anderen Gang, aus dem sie wieder rauskommen. Sensei Nazgul. Okay. Was war das? Ja, die Gänge, wie ich schon gesagt habe, die funktionieren genauso wie die Minen. Also man merkt, das ist sehr Tutorial-lastig gerade. Unsere Bogenschützen sind... Höhlentrolle sind mächtige Bestien. Nicht einmal Gebäude halten ihnen stand. Wir brauchen sie, um die Elbenstadt zu vernichten. Wir brauchen eine Kluft. Nur dort können wir Höhlentrolle beschwören. Mach dich nützlich. Hier gibt es immer eine Kluft bauen? Jawohl, bauen wir. Henna's cool. Machen wir. Ich finde es ein bisschen kurios, dass ausgerechnet Nazgul unsere Lehrmeister sind. Aber naja, gut, okay. Also die Orks, die Ork-Baumeister sind übrigens in allen drei Fraktionen vertreten. Also sowohl bei Mordor als auch bei den freien Orks, wie hier jetzt. Und auch bei Isengard. Bei Isengard hatte ich so ein bisschen gehofft, dass da ein Uruk-Arbeiter wäre, aber gut nein, gemacht. Auch Ork. Die Kluft ist fertig. Ja. Aber bevor wir die Höhlentrolle rufen, müssen wir die Kluft verbessern. Verbessern. Das Auge beobachtet uns. Also ich merke schon, Sauron legt Wert darauf, dass seine Kommandeure gut ausgebildet sind. Ich merke das schon. Ihr wisst, was zu tun ist. Ja, genau. Wir bauen aber erstmal weitere Gänge. Wir haben tatsächlich noch Plätze frei. Okay. Interessant. Warum kann ich eigentlich die Orkgrube nicht erweitern? Ihr werdet nicht gefaulenzt. Ihr begabert. Ausgezeichnet. Wir haben die Kluft verbessert. Jetzt können wir endlich Höhlentrolle beschwören. Das ging auch schon vorher. Er schafft einen Höhlentroll. Ich will aber zwei erschaffen. Was macht ihr jetzt? Wir wären dann fertig. Nazgul. Ja, maximale Stufe 10. Ja, das gilt für alle Helden. Das ist klar. Hier auch schon was bauen könnten wir, dürfen wir. Der Höhlentroll ist bereit. Wir müssen unsere Festung verteidigen, um den Sieg davonzutragen.
Bau auf den Bauplätzen rund um unsere Festung mehrere Verteidigungen. Wir haben einen Höhlentroll erschaffen. Am Fuß eurer Festung errichtet 2 Defensiv-Upgrades. Ich will aber 4 Sitzt errichten. Sitzt über den Fluss und vernichtet ihre geliebten Häuser und Bäume. Eure Armeen sind bereit. Wehre eure Truppen aus und attackiert die beiden Elbenbaumhäuser unweit davor. Ein Hinterhalt! Die Elben greifen von den Bäumen aus. Die Verteidigungen sind bereit! Was war das? Zu langsam! Los, Orks, schnappt sie euch! Los, Trolle, holt sie euch! Wir haben einen Baumeister verloren. Sucht einen neuen! Ja, genau. Sucht einen neuen! Ah, ich mag die Bösen. Könnt ihr die bitte mal platt machen? Vernichtet sie! Genau, vernichtet sie. Nicht rumstehen. Ach, bauen wir auf wieder. Ihr wisst, was zerstört, die Elbenbaumhäuser. Unglaublich. Gleich zu Beginn Baumeister und 2 Gebäude verloren. Mann. So, Baumeister ist wieder da. Die Nazgul kommen auch mit. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Gebäuderuine wird mit der Zeit wieder aufgebaut. Genau, also das funktioniert genauso bei den freien Orks. Ich glaube, es funktioniert nur bei den freien Orks. Läuft es ähnlich wie bei der IBG in Generäle bzw. Generals. Sobald da ein Gebäude zerstört wird, kommt ja der IBG-Tunnel hervor. Und wenn der halt nicht zerstört wird, wird das Gebäude irgendwann wieder aufgebaut. Ihr werdet nicht gefaulenzt! Na, dann kommt man mit. Ui, da sind aber viele. Und Haldi ist auch noch da. Na super. Ich würde gerne noch ein paar Bogenschützen bauen, wenn es recht ist. Ich mach's einfach. Zerstört die Elbenbaumhäuser! Ich darf noch 2 bauen. Warum baue ich denn 4? Weil ich ein Trottel bin. Deswegen. Achso, das sind die Helden. Naja, genau. Ja, ja. Unsere Bogenschützen sind bereit. Löchererweiterung, okay. Ja, die habe ich gebaut, das stimmt. Haltet euer Werkzeug bereit. Ich finde es komisch, dass ich noch keine Türme bauen darf. Mach dich nützlich! Aber erstmal bauen wir weitere Tunnel, wir brauchen mehr Ressourcen. Wieso wird das hier nicht aufgebaut? Hoch mit euch, ihr faulen Schätzen sind bereit! Genau, ihr faulen Säcke, hoch mit euch! Los, ihr lauft! Wie war das? Ich hab's vergessen. Es gab so einen Spruch mal bei dem PlayStation-Spiel Hercules, das ich nie gespielt habe, aber das war mal so ein kleiner Running-Gag eine Zeit lang. Das neue Gebäude ist fertig! Sehr schön. Zerstört die Elbenbaumhäuser. Nun bleib mal ganz geschmeidig, kleiner Nazgul. Ich würde gerne einen Bogenschützentrupp bauen und einen Troll dann auch noch. Dann sollten unsere Kommandopunkte gut ausgeschöpft sein. Wir wollen ja schließlich mit einer vollwertigen Armee angreifen und nicht mit so einem kleines bisschen, mit so einer kleinen Schar, die sowieso platt gemacht wird. Und ja, man sieht schon, wir haben den einen Ring hier als sichtbar. Oh, das wird bestimmt interessant mit dem. Auch die Verbesserungen sind interessant. Giftpfeile, Feuerpfeile, Beuterüstung, Bannerträger, genau. Ja, und die freien Orks haben auch die Spinne hier als Zeichen. Das kommt auch noch erschwerend hinzu. Kann der eigentlich wieder... Nein, kann er nicht. Doch, hier, super einbauen. Ah, Nazgul, ganz ruhig. Bleib geschmeidig, mein Freund. Oh, Attacke! Ihr werdet dieses Land nicht besudeln. Flieht Nein? oder sterbt. Wer ist dieser Elb? So viel Mut muss bestraft werden. Vernichtet ihn. Vernichtet ihn. Saurons Mund hat leicht reden. Los, Nazguls. Nazgule, Ringgeister.
ihr altvorderen Menschenkönige. Der Feind ist hier! Räuchert sie aus. Genau, räuchert sie aus. Sie greifen uns an! Hier! Wir haben schon wieder ein paar Punkte frei. Würde ich mal sagen, holen wir nochmal. Ja! Füll ihre Bäume! Dann können sie sich nicht mehr verstecken! Da! Die Festung Loriens. Karas Galadon. Reißt sie nieder. Unsere Bogen. Ihr habt die Dame da vorne gerade gesehen, ne? Es dürfte Galadriel gewesen sein. Ja, ist sie auch. Es gibt zwei ganz spezielle Helden, die auf normale Weise nicht gerufen werden können. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Genau, Sauron und Galadriel. Sauron und Galadriel können nur auf eine spezielle Art und Weise gerufen werden. Auf welche, fragt ihr? Das kann ich euch sagen. Wir benötigen dafür den einen Ring. Arbeitet an eurer Einstellung! Wenn ihr Zufallskarte spielt, läuft nämlich Gollum über die Karte. Und der hat den einen Ring. Und wenn Gollum getötet wird, liegt der Ring herum. Wenn ihr den Ring einsammelt und zur Festung bringt mit einer Truppe, könnt ihr dafür dann im Gegenzug und ich glaube auch mit einer gewissen Summe Kohle, ich glaube 10.000, könnt ihr dann entweder, wenn ihr die Bösen seid, Sauron rufen, also Freie Orks, Isengard, Mordor, Sauron mit den Guten, also Menschen, Zwerge, Elben, Galadriel. Ist, denke ich mal, logisch. Wie ist es eigentlich mit Heilung? Habt ihr... Ach nee, die Bösen sind ja... ja, die Bösen und Heilung, ja. Ist klar. Es gibt viel zu tun. Die Bösen gehen auf Masserstadtklasse, oder wie war das? Los. Genau. Bewegt euch. Los. Gucken wir uns hier mal noch mal ein bisschen... Mordors. Ah, hier. Sie halten einen Riesen gefangen. Befreit ihn und er wird die Elben zerschmettern. Es ist zu spät. Nein. Der Riese ist frei. Ich folge dunklen Geistern. Riese sich freuen, frei zu sein. So, das war die Original-Synchro. Nein, alles gut. Jetzt dürften wir auch einen Riesen bauen können. Kann das sein?